Und damit wieder herzlich willkommen zurück hier bei unserer dritten Season Anno 1602. Jetzt mittlerweile auch in der dritten Folge. Wir chillen hier gerade bei den Piraten rum. Ich guck gerade nochmal. Schutzgeld? Nö, nichts Schutzgeld. Die haben auch nichts Neues im Angebot. Aber wir haben was Neues im Angebot. Und zwar jede Menge Einwohner, die immer mehr werden. Allerdings müssen wir ein Auge darauf haben, dass unsere Leute hier nicht verhungern. Deswegen habe ich in der letzten Folge erstmal die Kontrolle über mein Leben verloren. Und sage und schreibe 7 weitere Fischerhütten auf der Hauptinsel platziert. Das ist gewagt, das ist mir bewusst, aber ein nötiger Schritt in eine bessere Zukunft. Und genau deswegen werde ich gleich nochmal meine Lebenskontrolle verlieren und hier auch nochmal ein paar hinstellen. So, der Platz ist ja sowieso quasi ungenutzt. Da kommt sonst nichts hin. Also können wir da auch Fischerhütten hinstellen und den Platz nutzen. So. Als nächstes bräuchten wir entweder Tabak oder Gewürze. Tabak könnten wir theoretisch hier auf unserer Insel anpflanzen. Aber sind wir mal ehrlich, ist das eine gute Idee? Ich bin mir da nicht so sicher. Wir könnten theoretisch die Alkoholproduktion auf diese Insel hier auslagern. Aber ist dies eine gute Idee? Später vielleicht ja, jetzt erstmal nicht, denke ich. Denn die 2 Weingut-Dinger, die wir haben, reichen aus. Und hier können wir noch, ja, 1, 2, vielleicht 3 können wir hier sogar noch hinstellen. Hier unten hätten wir auch noch Platz. Ups, Entschuldigung. Das bedeutet, wir müssen ausweichen. Hier unten könnten wir an Gewürze kommen. Das ist schon mal gut. Hier gibt es zwar Gewürze, aber zu wenig. Das heißt, hier ist eher nicht so gut. Aber auf jeden Fall brauchen wir erstmal noch ein weiteres Schiff. Denn unser Routenschiff möchte ich ungern aus seiner Route reißen. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal darum, dass Gewürze rankommen. Mit Gewürzen Richtung Bürger. Allerdings natürlich ganz entspannt. Guck, da kommt gleich wieder die einkaufende Person. Jetzt muss ich mal gucken. Ich würde hier gerne das Ganze ein bisschen höher ziehen. Wir können 120 Tonnen lagern mittlerweile. Also würde ich sagen, dass wir 100 Tonnen für uns selbst behalten. Genauso bei den Stoffen. Bei den Werkzeugen ist das nicht ganz so wichtig. Komm, machen wir mal 60 Tonnen behalten wir selbst. Okay. Nahrung könnten wir theoretisch so Fallback-mäßig noch einkaufen, müssen wir aber nicht unbedingt. So, wichtiger ist, dass wir jetzt erstmal Gewürze ranbekommen. Diese Insel hier unten sollte dafür auch ausreichen. Du darfst auch gerne losfahren. So. Und hier derweil würde ich sagen, kümmern wir uns darum, dass die nächsten Häuschen aufsteigen können. Warte, ich gucke erstmal. Die Kapelle. Die gute alte Kapelle. Wenn wir die hier hinstellen, dann müsste dieses Häuschen da, glaube ich, noch drin sein. Im Radius. Hoffe ich. Bin mir nicht ganz sicher. Hier drüben, nee, da ist doof. Ich probiere es mal aus. Im schlimmsten Fall müssen wir es halt wieder abreißen. Nee, wunderbar. Sehr schön. Nehmen wir erstmal den Haufen an Gebäuden. Und dann schauen wir mal, wie... Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Das ist der Aspekt, wo ich dann wieder froh bin, wenn wir Bürger haben. Dann brennen die Hütten nicht ständig. So, gibt's hier was Neues? Ziegel? Nö. Schutzgeld? Nö. Auftrag? Zu teuer. Das möchte ich gerade noch nicht ausgeben. Da kommen wir noch früh genug zu. So, Le Conteur. So. Dann machen wir hier gleich mal ein Upgrade rein. So, dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Okay. Wir könnten theoretisch auch gleich mit Ziegelwegen arbeiten. Also mit Pflasterstraßen-Dingens, ne? Aber das verkneife ich mir mal erstmal noch. Warte mal. Ich glaube, hier wäre sinnvoller erstmal, oder?
Frage ist natürlich, wie viele wir haben wollen. So, bis hier geht das Feld. Ah! So. Sieht man wenigstens was. Bis hier geht das Feld. Dann machen wir mal so. Und ich glaube, dazwischen bist du noch genau... Ah, verdammt. Okay, na gut. Da können wir aber den Weg hier einmal ein Stück zur Seite rücken. Dann geht das. Machen wir das mal so hier. Ja, komm. Ich mache erstmal drei. Drei reichen erstmal. Dicker aus, denke ich. Wupp. So. Müssen auch noch ein bisschen auf den Geldbeutel achten. So, dann machen wir das hier so und so. Und dann können wir nämlich hier einfach einen Weg lang ziehen. Und den anderen ziehen wir dann hier lang. Und dann ist das schick. Wir könnten, glaube ich, hier sogar noch einen Marktplatz hinstellen. Wäre vielleicht sogar nicht mal das Dümmste, weil dann haben wir mehr Marktkarren zur Verfügung. Ach, scheiße. Oder, warte mal. Ah, schau mal hier. So. Dann haben wir mehr Marktkarren zur Verfügung. Und das ist gut. So, ein paar Ziegel haben wir noch übrig. Haben wir hier noch Platz? Ja. Dann bringe ich die zurück nach Hause. Hallo? So. Und währenddessen richten wir schon mal die Route ein. Gewürze. So. Der Rest sieht soweit relativ stabil jetzt auch aus. Das gefällt mir ganz gut. So, du kannst schon mal starten. Wenn wir mal einen Blick aufs Lager werfen, der Alkohol wird auf jeden Fall mehr. Das ist sehr gut. Verkaufslimit haben wir ja erhöht. Stoffe sind anscheinend nicht so gefragt. Nahrung scheint stabil zu sein. Ja, Werkzeug ist halt Werkzeug. Da haben wir auch gerade einiges rausgenommen und der Rest ist sowieso sind Baumaterialien. Aber das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr schön. Der Fischer hinten auf seiner Hauptinsel baut, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Naja, die Leute haben halt einfach auch Hunger. Die möchten halt gerne einfach mal ein schönes, frisches Fischbrötchen genießen. Das geht halt nur, wenn man die Fischerhütten auf seiner Hauptinsel hat. Denn sonst ist der Fisch nicht frisch. Dann ist der Fisch halt einfach... Das stinkt dann. So wie bei dir. Du kennst das doch. Also jetzt nicht du, aber der andere da. Du. Dich meine ich. Genau. So. Ah, herrlich. Da kommen die neuen Leute rein. Und ich denke, wenn wir das hier bewältigt haben, wenn die Einwohner hier soweit stabil sind, dann können wir auch den Rest mitziehen. Das sollte dann passen, denke ich. So. Kommen die Gewürze schon rein? Nee, noch nicht. Aber wahrscheinlich jetzt mit der nächsten Lieferung, denke ich. Ja, schau mal hier. 7 Tonnen Gewürze. Da geht's los. 4 Tonnen. 6 Tonnen. Ja doch, da kommt was zusammen. 8 Tonnen. Der ist jetzt gerade auf dem Weg hierher. 10 Tonnen. Dann haben wir gleich einen vernünftigen Messwert. 12 Tonnen. 12 Tonnen sind es, glaube ich, so im Schnitt dann. Vielleicht mal 1, 2, 3 Tonnen mehr oder weniger. Je nachdem. Aber das sieht schon mal sehr gut aus. Das sollte fürs Erste auch reichen, denke ich. 18 Tonnen Gewürze. Die werden so schnell das Zeug auch nicht wegschnabulieren. Waren also, ich glaube, 45 waren Gewürze. Auch hier stelle ich mal auf 100 Tonnen, weil es ein Verbrauchsgut ist. Da gehen wir ein bisschen vorsichtiger mit um. Sehr, sehr gut. Die Betriebskosten sind immer noch sehr, sehr hoch gerade. Aber das wird sich bald geben. Spätestens, wenn wir auf Bürger gehen, werden wir, denke ich mal, ungefähr ein Drittel über den üblichen Betriebskosten liegen. Wir müssen ja noch Wirtshäuser und eine Schule und so dann bauen. Da können wir eigentlich schon mal, bevor hier irgendwie... Ach, die Schule hat ja doch einen relativ kleinen Einzugsbereich. Schon mal ein bisschen was einreißen, um schon mal quasi vorzubereiten, wo die Schulen hinkommen. Dann müssen die Häuser nicht erst aufgerüstet werden. Zumindest hier. Bei dem anderen hier hinten bei dem Bereich, da müssen wir, glaube ich, da geht es nicht anders. Und was die Wirtshäuser anbetrifft... Der hier ist nicht so gut geeignet. Der ist auch nicht wirklich gut geeignet. Der hier sieht gut aus. Ja.
Dann nehmen wir die Location hier direkt noch fürs Wirtshaus. Und dann war Schule und Wirtshaus direkt nebeneinander. Und ich glaube, da oben machen wir es einfach genauso. Dann dürften wir alles abgedeckt haben. Hoffe ich. Sieht aber gut aus. So. Dann haben wir das schon mal vorbereitet. Und theoretisch könnten wir jetzt auch schon upgraden. Theoretisch. Wie gesagt, ich mache da mal ganz entspannt. Dieses Mal. Damit wir uns da jetzt nicht übernehmen. So, ich glaube, Werkzeug wird wieder verkauft. Das ist sehr, sehr gut. Also für unsere Tasche zumindest. Gewürze mehren sich auch stetig. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Oh, Herr Hochbuhl geboren. Oh, guck mal hier, der hat schon eine Burg gebaut und der hat schon eine Kanonengießerei. Bereitet sich da jemand etwa auf eine kriegische Auseinandersetzung vor? Da sollten wir dann wohl doch langsam ein bisschen nachziehen, ne? Aber das, was mich am meisten beschäftigt oder mir am meisten Sorge bereitet, ist, dass hier das Goldvorkommen ist. Das müssen wir halt unbedingt uns unter den Nagel reißen. Das heißt, mit den Gelben müssen wir es so oder so früher oder später aufnehmen. Bürger haben sie mittlerweile alle. Wenn wir schnell genug sind, können wir sie aber noch daran hindern, weiter aufzusteigen. Hier oben gibt es nur Zuckerrohr, hier gibt es sonst nichts weiter. Hier ist noch so eine Mini-Forts-Insel. Hier sollten wir eigentlich auch nochmal dafür sorgen, dass da sonst keiner gründen kann. Denn hier gibt es Kakao. Und Kakao ist, wie ihr wisst, ja doch eine sehr, sehr wichtige Ressource fürs Late-Game dann. So. Die bauen ganz schön langsam aus, ne? Das ist etwas, was ich tatsächlich an den neueren Anno-Teilen mehr mag. Dass man da manuell die Gebäude aufsteigen lassen kann. Werkzeug? Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ja, ja, ist ja gut, jetzt entspann dich mal. Wir haben eine Feuerwehr dafür. Ja, wir haben ein Problem. Das ist nicht so gut hier. Die Erzmine hat relativ schnell einen Geist aufgegeben. Das können wir natürlich später durch die große Erzmine lösen. Die kriegen wir aber, glaube ich, erst ab 300 Bürgern, wenn ich mich recht entsinne. Heißt, wir nehmen die Werkzeuge auch erstmal aus dem Verkauf raus. So, top. Sicher ist sicher. Hier haben wir noch 34 Tonnen rumzuliegen. Hier ist nichts mehr. Und hier ist auch nichts. Das heißt, wir haben die 34 Tonnen hier plus die 58 hier. Das ist nicht viel, wenn wir daran denken, dass wir, ich glaube, 300 Bürger brauchten. Vielleicht waren es auch 450, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es waren relativ viele, die man brauchte für die tiefe Erzmine. Mit anderen Worten, wäre es vielleicht tatsächlich sogar gescheiter, jetzt schon auf Bürger zu gehen und die Pioniere Pioniere sein zu lassen. Ich glaube, das werden wir so machen. Ist wahrscheinlich die gescheitere Option. So, und da haben wir auch direkt die ersten Bürger. So, auch hier können wir die Steuer um 1% erstmal erhöhen. Ein Brand wütet in eure. Da kommen Piraten angefahren. Einen Moment, da müssen wir mal ganz kurz gucken. Nicht, dass die hier... Schutzgeld? Schutzgeld, so. Der wollte uns bestimmt gerade penetrieren. Ich bin mir da ziemlich sicher. Hier kriegen wir noch Werkzeug. Das nehme ich mal gerade mit. Ja, komm, wir bleiben bei dem Werkzeug. 13 Bürger. So, wir haben fast 500 Einwohner übrigens, ne? Oh, der Vulkan ist wieder am Ausbrechen. Sehr schön. Ah, herrlich. Hat er immer noch keine Feuerwache? Doch, da. Da ist die Feuerwehr. Oh, der ist aber schön diesmal. Ah, herrlich. Köstlich. Aber zum Glück bin ich kein schadenfroher Mensch. Darüber lacht man nicht. Das ist eine ernste Angelegenheit. Da sterben Menschen. Nein, die brauchen keinen. Doch, die brauchen Arzt. Scheiße. Ich glaube, hier ist ein guter Spot. Direkt neben der Feuerwache. Let's go. Einen Arzt. So. Gesundheit. Und ab geht er. Dass auch gleich sofort die Pest ausbricht, ne? Fies. Echt fies.
müsste mal irgendwann mein Anno 16... Mehr als 500 Menschen bewohnen eure Stadt. Oh, geil. Ich muss mal irgendwann mein Anno 1602 Heftchen wieder auskramen. Da standen nämlich auch die ganzen Sachen drin, ab welcher Einwohnerstufe und ab wie vielen Einwohnern man welches Gebäude bekommt, was welche Voraussetzungen hat und so weiter und so fort. Ein uraltes Heftchen habe ich tatsächlich auch sonst... Euer Volk wünscht eine Kirche. Oh, eine Kirche. Da wollen sie gleich ihr Geld loswerden. Ein Schiff wird zum Verkauf... Halt, stopp! Danke. So. Das nehmen wir natürlich mit. Ich glaube, der Weiße hat ein bisschen Finanzprobleme, kann das sein? Oder warum verkauft er hier seine Schiffe? Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Ja, ja, das behaupten sie alle und dann fahren sie in der Walnussschale. So, noch eins? Ja, ich nehme die gerne. So, die paar Münzen haben wir übrig. Kein Thema. Finde ich gut. Ich glaube, der braucht wirklich gerade Geld. Aber Schiffe nehme ich immer gern. Oh, guck mal hier. Steuererträge über 1000 mittlerweile. 205 Bürger. Das Volk benötigt ein Badehaus. Daran habe ich ganz stark gezweifelt. Wir sind hier alles Gamer, wir brauchen kein Badehaus. So, Goldmine können wir mittlerweile... Konkurrent erweitert seine Flotte. Ich habe das ein bisschen im Blick. Habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt. Reicht unsere Produktion an Stoffen noch? Ja. Alkohol scheint auch zu reichen, aber ich denke mal, hier müssen wir demnächst ausbauen. Ich werde mal lieber direkt ausbauen. Wir werden es sowieso brauchen, wenn auch nicht... Oh, Werkzeug, scheiße. Ich hole mal das Werkzeug von hier unten erstmal. Der Regen bleibt aus. Eure Felder verdorren. Das ist schlecht. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ein Schiff wird zum Verkauf. Ein Schiff wird zum Verkauf. Dankeschön. Angeboten. Und den will er nicht verkaufen. Aber der kommt bestimmt auch gleich. So. Die Meldung hört man eigentlich relativ selten, ne? Die ist jetzt gerade sehr inflationär unterwegs hier. Ein Schiff wird zum Verkauf angeboten. Aber finde ich gut. Da habe ich nichts gegen einzuwenden. So, haben die Piratos hier noch ein bisschen... Nee, haben sie nicht. Schutzgeld? Ja, bitte. Die 3 Tonnen, ja gut, für die brauchen wir jetzt nicht extra losfahren. So, komm mal ran, mein Junge. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Und zum Verkauf. Ein Schiff wird zum Verkauf angeboten. Aber was ist mit dir, Junge? Warum baust du nonstop Schiffe und verkaufst die? Also ich meine, hey, ich nehme die gern, wie gesagt. Ich glaube, die kosten ja nicht mehr Bilanz, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber die paar Münzen, die haben wir... Oh, Entschuldigung. Die paar Münzen, die haben eine wir... Eine neue Stadt ist entstanden. Aha. Wo bist du? Ach, hier oben. Ja, gönn dir, ne? Gönn dir einfach mal. Wo ist denn unser Werkzeug? Wieso stehst du denn auch hier unten? Ich brauche dich, mein Junge. Komm hoch hier. Ich brauche deine Hardware. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff und das nächste. Sauer. Ein Schiff wird zum Verkauf angeboten. Wie gesagt, wir haben die Kohle, wir holen uns die Schiffe, weil wir werden eh mal hier und da Schiffe brauchen für irgendwelche Routen oder weiß ich nicht was. Später tauschen wir die sowieso wieder gegen große Kriegsschiffe aus, aber so weit ist es noch nicht. Setzt neuen Kurs. So, wir können ja eigentlich mal wieder Schiffe und so nach Community-Leuten benennen, oder? Unser Flaggschiff. Unser Flaggschiff. Wie nenne ich denn das Flaggschiff dieses Mal? Das ist ja nicht wirklich das Flaggschiff, aber es ist halt quasi das erste Schiff, was wir jetzt hier hatten. Ich schaue gerade auf dem Discord-Server, wem diese Ehre zuteil werden könnte. Ich glaube, ich nenne dieses Schiff dieses Mal. So. Manch einer weiß vielleicht, wer das ist. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Na, verkaufst du? Ein Schiff natürlich wird zum Verkauf angeboten. Danke. Wir machen halt immer noch Plus, ne? Also, trotz dass wir die ganze Zeit die Schiffe kaufen, machen wir immer noch Plus. So, wir haben jetzt 293 Bürger. Ich warte jetzt mal noch die 300 ab. So, können wir jetzt schon? Nein. Scheiße. Das wird schwierig. Die tiefe Erzmine ist nämlich auch nicht gerade billig gewesen.
Und je mehr Bürger wir ranholen müssen, desto mehr müssen wir auch auf unsere Ressourcen achten. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Na, verkaufst du? Ein Schiff wird zum Verkauf angeboten. Warum macht er das? Warum? Ich glaube, sein Name ist Stan. Er ist aller Voraussicht nach Mexikaner, gestikuliert gerne mit Armen und Beinen und verkauft Schiffe an Menschen, die nicht dazu imstande sind zu handeln. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ich glaube, damit habe ich mich gerade selbst gedisst. Na, verkaufst du? Wie sieht's aus? Ein schönes Schiff. Ich würde das nehmen. 500 Goldmünzen, wie sieht's aus? Deal? Ist das 500? Nicht? Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Na, dann nehme ich halt das. Ein Schiff wird zum Verkauf angeboten. Nein, wird es nicht. Das ist hier übrigens mein Fuhrpark, ne? Das, alle möglichen Marken sind dort vertreten. So, wie sieht's aus? 500. Eier, hui, was denn hier passiert? Welch eine Explosion. Tiefe Erzmine, wir haben sie. Stopp, halt. Okay, wir brauchen mehr Werkzeug. Wo kriegen wir Werkzeug her? Habt ihr? Nein. Willst du? Ja. Kacke. Wir brauchen ja die 2 Tonnen, die werden uns nicht weit bringen. Sind wir mal ehrlich, ne? Der Konkurrent. Ich kauf mal zu 85 Goldmünzen ein. Ein Schiff wird zum Verkauf angeboten. Genau. Beide oder? Nö. So. Bei 85 Goldmünzen müssten wir etwas mehr bekommen oder zumindest bessere Chancen haben. Und dann fahren wir mit dem Werkzeug gleich hoch und bauen die neue Erzmine. Damit wir unsere Produktion wieder retten können, sozusagen. So, bitte gib uns was. 9 Tonnen, ja, wunderbar. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff wird zum Verkauf angeboten. Du kannst mir auch gerne ein großes Handelsschiff verkaufen. Ich meine, du hast zwar nur eins davon, aber damit wäre ich vollkommen zufrieden. So, wir müssen näher an den Kontor ran. Oh, 26 Tonnen, was ist denn hier los? So, ich kaufe trotzdem erstmal noch ein bisschen weiter ein, damit wir das Defizit wieder auffüllen können. Apropos Defizit, kurzer Check. Stoffe sind noch im Rahmen. Kann aber sein, dass wir da bald mal aufrüsten müssen. So, verkaufst du wieder? Nö. Eigenbedarf, verstehe ich. So, haben wir das. Wir haben hier noch 31 Tonnen Ziegel, das sollte genügen. Aber der Vorteil ist, dadurch, dass wir hier eine tiefe Erzmine bauen können, signalisiert uns das gleichzeitig, dass wir, dass das ein unbegrenztes Erzvorkommen ist. Es gibt quasi verschiedene Varianten bei den normalen Erzvorkommen. Das eine ist, na welche denn, die hier? Das eine ist, das sind quasi die kleinen Erzvorkommen. Da kannst du eine kleine oder eine große Erzmine draufstellen, logischerweise. Aber wenn die alle ist, dann ist er halt alle. So. Und dann gibt es eben diese, die tiefen Erzvorkommen, wo du eine Weile abbauen kannst mit der kleinen Mine. Und dann brauchst du halt irgendwann die tiefe Erzmine wie hier gerade. Allerdings wird diese Mine nicht erschöpfen. Das ist ein großer Vorteil. So. Ja, da können wir unsere Route hier auch gleich wieder anschmeißen. Irgendwann müssen wir mal wieder so eine Roundtrip-Route einrichten. Erweitert seine Flotte. Natürlich. Ein Schiff wird zum Verkauf. Langsam haben wir auch genug, glaube ich, dann, ne? Ich meine, ne, und so. Wir haben hier so ein paar Schiffe rumzustehen. So, wie sieht's hier aus? Ah, bitteschön. Piraten immer im Auge behalten, ganz, ganz wichtig. Ne, für die unter euch, die neu sind in dem Ganzen, Piraten immer im Auge behalten, wenn ihr welche auf der Map habt, sofort ausfindig machen, wo deren Nest ist und dann immer Schutzgeld zahlen oder halt handeln, wenn man da regelmäßig irgendwas beziehen kann. Hauptsache irgendwie denen erstmal so lange Geld in den Arsch blasen, bis man sie entweder platt macht oder das Spiel halt vorbei ist, weil wenn die erstmal anfangen, die Schiffe anzugreifen, dann wird's unlustig.
Es sei denn, man hat große Kriegsschiffe. Dann kann man natürlich auch deren Schiffe easy versenken. Aber da müssen die Schiffe repariert werden und der ganze Kram. Und das ist halt ziemlich mühsam. So, wie sieht's hier aus? 101 Tonnen Stoffe. Wir sind noch im Bereich. Sobald wir, oh, genau wie beim Alkohol hier zum Beispiel, deutlich unter die Grenze des Verkaufs fallen, müssen wir ran. Ich hab's ja gesagt. Der Wein. Der Wein ist es wieder. So, hier können wir einen hinstellen. Hier können wir locker auch noch einen hinstellen, weil hier, den ziehe ich mal ein bisschen weiter hier in den, oder, warte. Ach, egal. Der passt schon so. Weil dann kriegen wir da auf jeden Fall noch ein drittes hin. Wir können auch noch ein viertes hinstellen. Ja, ein viertes kriegen wir auch noch hin. Also quasi hier könnten wir auch noch einen hinstellen. Der Konkurrent erweitert seine Aber die sind dann natürlich nicht mehr so effizient. Ein Schiff wird zum Verkauf angeboten. Das ist total geil. Das will ich mir auch gleich erstmal fett gönnen. So, was haben wir diesmal? Natürlich hier wieder so, zack. Jedes Schiff bringt uns ja übrigens auch Punkte, ne? Hier, die Punkte, die man am Ende dann immer hat. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Ist jetzt nicht so, als ob die Punkte uns sonst wie weit bringen. Die sind da, das ist toll und das war's. So, jetzt muss ich mal gucken, wie wir hier am gescheitesten vorgehen. Ich würde mal sagen, wir gehen auch hier runter. Dann ziehen wir hier die Anlegestelle lang. Das war doof. Auch nochmal für die Neulinge unter euch. Anlegestellen sind quasi Wege. Ne, also die Markkarre kann hier ganz normal langfahren, als wäre es ein Weg. Was halt sehr, sehr nice ist. Weil man sich so die Wege spart, die halt Landfläche einnehmen. Jetzt überlege ich. Ich glaube, das machen wir mal so hier. Dann kommt hier ein kleiner Wegschnipsel hin. Und natürlich der gute Wein. Die guten Weinreben. Nein! Das war dämlich. So macht man es nicht. Wollte ich euch auch mal gezeigt haben. So, genau. Wir können hier unten, wie gesagt, noch einen hinstellen. Spare ich mir jetzt erstmal. Wir haben jetzt drei neue gebaut. Die müssen erstmal reichen. So, dann würde ich auch sagen, dass wir für diese Folge dann auch erstmal wieder zum Ende kommen. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder um 15 Uhr hier auf dem Channel. Und dann bin ich mal gespannt, wie viele Schiffe wir dem Weißen noch abkaufen werden, bevor er irgendwann dann endlich mal fertig ist damit. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis übermorgen um 15 Uhr. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Ein Schiff wird zum Verkauf angeboten. Ein Schiff wird zum Verkauf angeboten. Ich hasse es.